Enden weit verbeult, brannte die Sehnsucht, Santa Maria. Kevin McKenna, la 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 la, Kevin McKenna, sha la 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 la, Kevin McKenna, sha la 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 la. Wir sind in Amsterdam, machen eine Schiffstour mit dem Trainerteam, mit den Physiotherapeuten, mit Frankie und mit Bossi. Und das ist ein Dankeschön an die Saison. Ja, und an die Unterstützung, die wir alle haben. Und ich glaube, wir haben uns dieses Dankeschön gegenseitig auch gewünscht. Und deswegen sind wir alle hier. Brücke, Achtung, Achtung, Brücke, Brücke, Brücke. Brücke, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, jetzt könnte man da viel reininterpretieren. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, dass eigentlich immer Zeit sein muss, und im Moment haben wir einfach das Glück, einfach entspannt mit gewissen Sachen umzugehen und einfach zu sagen, wir können uns das auch leisten, das, was wir gerade machen. Und die Saison ist anstrengend genug, und im Fußball gibt es nicht nur Sachen zu feiern. Im Moment haben wir einige, viele glückliche Momente, und die genießen wir gemeinsam. Und ich glaube, das ist dann aber auch wichtig für die Momente, die dann wieder schwieriger werden, weil die wird es geben. Ich glaube, jeder Kölner kennt sie. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach diese Zeit nutzen, Spaß haben, Freude haben. Es ist, glaube ich, auch wichtig, sich aufeinander verlassen zu können. Das ist Luise, das ist Hennes. Beide sind wichtig, beide passen auf die Gruppe auf. Ja, beide sind auch immer wieder dabei. Man sieht beide manchmal auch mit einem kritischen Blick. Ja, Luise ein bisschen mehr als Hennes. Ja, und ich finde es immer wichtig, dass du natürlich auch Leute hast, Personen hast, die auf dich aufpassen. Beide haben ein großes Auge auf die Gruppe. Und im Moment läuft noch alles gut, weil die Gruppe ist immer noch zusammen. André, wo sind wir denn hier? Amsterdam. Irgendwo in Amsterdam. Traum von Amsterdam. Traum von Amsterdam. Ich sehe zwar nicht viel, aber ist schön. Da hängen Oma zusammen, groß geworden sind da. Zieh mal irgendwann. Auch ganz normal, wie jede Woche, kriegen wir das gut hin. Muss sich keiner Gedanken machen. Morgen sind wir alle wieder topfit, sind alle auf dem Trainingsplatz, gehen absolut konzentriert aufs Augsburg-Spiel und werden uns so gut vorbereiten, dass wir in Augsburg genauso die gleichen Chancen haben, die Spiele zu gewinnen wie vorher auch. Zieh mal, Hangover, Hangover. Sieht aus wie so ein Ninja Turtle, ey. Ich hab die eine oder andere Info gehabt, beziehungsweise auch ein Telefonat, einen FaceTime-Anruf gehabt. Und da haben sich die Abgründe aufgetan. Das ist halt manchmal auch ein großer Kindergarten. Muss man auch ab und zu mal sagen, Jungs, jetzt räumen wir mal auf. Der macht jede Tor über. Das ist mein, das soll mir nicht klauen. Völlig Banane, wirklich. Ich hab's nicht für möglich gehalten, das ist unfassbar. Wie ein Wunder. Die größte Gefahr im Fußball ist, wenn man glaubt, man kann was. Und da haben sich die Abgründe aufgetan. Finito. Der gefährlichste Raum ist zwischen Selbstvertrauen und Arroganz. Spielt mit Selbstvertrauen weiter, lasst das Arrogante weg und wir hauen sie vom Platz. Tun wir das nicht,
Brücke, Achtung, Achtung, Brücke. Machen wir uns das Leben selbst schwer.